Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Leute, ich glaube nicht, ne? Jetzt will ich mal eben gucken. Ich kann meine Bandage wieder ziehen. Alles klar. Jetzt habe ich das Spiel gerade beendet. Um, ja, ne? Bandage und so, so rauszuziehen. Und, ich beende das Spiel komplett und der schmeißt den Update rein. Auf die B240. Ich kriege einen Föhn, ne? So, ich habe mir ganz kurz überlegt, schön gut hier, ich würde mir ganz gerne hier nochmal dieses Ding da angucken. Und da flitzen wir jetzt auch hin. So, ich hoffe, dass der Bär und der Hund oder was auch immer es war, jetzt nicht mehr da sind. Ich bin von da oben gekommen, das heißt, wenn ich hier runtergehe, ich glaube, da irgendwo habe ich den Bären und den Hund irgendwie. Naja. Da war ich schon dran, glaube ich, ne? So, ich dürfte eigentlich aufgrund dessen, dass ich... relockt habe, gerade... noch nicht so hohen Zombie-Spawn haben. Eine Schlange. Echt jetzt? Kann doch nicht sein, oder? Das spawnt da vor mir ein Hund. Instant. Green Föhn. Ist natürlich ein super Gefühl, jetzt mit dem Hund zu meiner Linken hier runter zu laufen. Und ein Bären. Ey, sag mal, bin ich irgendwie... Den Hund hätte ich schon gerne irgendwie weg. Wobei, okay, komm, er ist weit genug weg. Gehen wir mal hier runter. Dass der Bär jetzt ein bisschen näher kommt, gefällt mir nicht. Aber komm, wir gehen jetzt hier runter. Versuchen wir unser Glück mal hier. Erstmal werde ich die Gläser auffüllen. Und dann... hoffe ich. Habe ich eine Fackel dabei? Natürlich nicht. Ich wollte doch eine Fackel mitgenommen haben. Nice. Gucken, wie viele rauskommen. Jetzt habe ich keine Fackel dabei. Ärgert mich das gerade. Das da hinten ist, glaube ich, eine Forge, aber die macht ja kein Licht, ne? Nicht irgendwie. Ich hab den Bären hinter mir, ne? Nein. Ich hab den Bären nicht hinter mir. Ich hol mir eine Fackel. Ohne Fackel macht das doch keinen Sinn gerade. Wie könnte ich denn die Fackel vergessen? Oh Mann, ey. Weißt du, vorhin noch drüber nachgedacht. Nimmst du Fackeln mit, musst noch mal kurz nach oben. Ja, von wegen. Arschkarte. So, zack, zack, zack. Fackeln. Hatte ich hier drin. Kann ich das Wasser wenigstens wegpacken? Da ist die Fackel.
Und dann machen wir das einfach mal so. Ach nee. Andere Kleinigkeit nehme ich noch. Ich wechsle die Waffen. Weil hier habe ich mehr Schuss drin. Mit der Hunting Rifle jedes Mal nachzuladen, ist, glaube ich, nicht so prickelnd. So. Dann auf ein neues. Wo muss ich raus? Hier. Versuchen wir es nochmal, würde ich sagen. Also da will ich schon mal ganz gerne hin, in diese, in dieses Loch da. Einfach nur mal gucken, was das da ist. Natürlich ist der Bär jetzt wieder im Weg, ne? Und nicht nur der Bär, auch der Hund. Was soll ich machen, ey? Aber ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, mit dem Update hat er die Einstellung wieder verhauen. Hoppla. Nö, hat er nicht. Alles gut. Es klang jetzt nur sehr laut. Ja, natürlich. Ich habe noch 11 HP. Aus dem Zielmodus raus und weg. Nicht nachladen möglichst. Jetzt nachladen. Ich kann grad nicht mehr. Ich brauch grad Luft. Leute, ich brauch grad Luft. Keine Ahnung, in welche Richtung ich jetzt gerannt bin. Über den Stein bin ich hier rüber gehoppelt, das weiß ich noch. Würde bedeuten, hier irgendwo könnte der Hund liegen. Hier, glaube ich, irgendwo. Oder? Oder war es doch weiter? Der war gerade irgendwie im Schatten oder so, meine ich. Da bin ich über den rüber gehoppelt. Ich weiß es ehrlich gesagt schon gar nicht mehr. Na, treff doch mal. Boah, hab ich mich jetzt. Egal, lass mal den Hund Hund sein. Wir haben Bären gekillt. Und ich habe wieder kein Leben. Ich krieg Föhn, ey. Ich krieg echt zu viel gerade. Ich will auch nur da rein. Irgendwas sagt mir, ich darf da nicht rein. Fett weg, das weg, das weg. Hier ist Essen. Und ein Ei. Ich nehme noch eins mit. Hau den Painkiller rein. Und werde noch was trinken.
Leere Gläser, packen wir mal dahin. So, der Painkiller hatte doch eigentlich minus 40 auf Trinken oder sowas, ne? Aber jetzt trinke ich mich ja wieder satt. Naja, gut. Sollte schon passen. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Ob der Bär jetzt weg ist oder nicht, werden wir sehen. Vielleicht hat er auch Instant Respawn mit dem Hund zusammen. Gerade eben hatte ich noch große Klappe. Nach dem Motto, nach einem Relock wird da schon nichts passieren. Wie wir sehen. Kann doch was passieren, aber der Bär kam doch gerade von hinten an. Wie kann er mich denn? Wie hat er mich denn gesehen? Ach, das ist die Schlange. Die Schlange macht das Gras kaputt, ich erinnere mich dran. Hehehe. Kein Fall, Leute. Alles, was in der Mine aussieht, bloß weg, ey. So, ich habe gerade wieder ein bisschen Respekt. Oh. Bini. Haben wir zwei Bandagen mehr hier. So. Der Hund ist noch da. Es war also ein anderer Hund. Oder er ist instant respawned. Die laufen echt beschissen mittlerweile. Die laufen nicht mehr gerade auf dich zu. So. Das kann ich wenigstens sagen, habe ich hier draußen weder Hund noch irgendwas anderes. Ich hab noch was nach hinten, ne? Ja, so weiter geht aber auch nicht mehr sehr viel Luft. Okay. Da ist ein Kriecher. Machen wir da mal ein bisschen Luft. So, der Kriecher war jetzt nicht das große Problem. Geh erstmal gucken. Das heißt, ich gehe erstmal hier. Komme ich hier noch rauf? Ja, komme ich. Halt das noch da. Aber das Ding ist echt ohne. Wow, das war ja Voodoo-Axt oder was auch immer das ist. Da ist auch noch was. Komme ich nicht dran. Ah, die Fackel bringt eindeutig mehr Licht, wenn du sie so trägst. Okay. Stuhl, Müll. Ja, die ist halt um zwei besser, ne? Repariere ich die auch mit Stein? Wahrscheinlich, ne? Ja, mit kleinen Steinen. Alles klar, dann haben wir in Zukunft eine neue Axt.
Schlafsack, will man nicht. Ist hoffentlich oben. Oh, Lootbox. Toll, und dann ist da ein Fleisch drin. Das hat sich ja gelohnt. Leute, das hat sich ja gelohnt. Ich hätte es fast schon gedacht, das lohnt sich doch gar nicht hier. Aber jetzt mit dem Loot, der rausgefallen ist, habe ich, muss ich sagen, das hat sich jetzt gelohnt. Danke. Danke, Zombie, dass du mir den Lootbox gegeben hast. Eine von 500.000, die dann jetzt wieder kommt und... Geht ja noch richtig tief hier. Wow. Vor allem ist das verwinkelt. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier gleich auf den Feralen zu treffen. Ich weiß nicht wieso. Da steht die mal. Die nächste. Jo. Toll, daneben. Zum Zielmodus muss ich da immer wieder rausgehen. Er ist hier nebenan. Der buddelt sich jetzt hier durch. Ist sogar Wasser. Holy moly! Hätte ich jetzt ein bisschen mehr HP, würde ich ja sagen. Machen wir. Ist das eng hier? Und ich sehe nichts. Noch einer. Oh mein Mann. Wo ist er? Da kommt er. Da ist viel zu viel los geworden. Level up. Hier lang. Fackel. Boah, ist hier los. Ist hier viel los, ey. Ich glaube, die sind im Wasser. Kann das sein? Hört sich zumindest so an. Hier unten ist gerade nichts mehr, wie ich das sehe. Unter mir könnte noch was sein. Risiko. Guck wieder rein. Boah, ist das laut. Ich gehe gleich wieder raus. Es ist mir zu ungehangen hier.
Toll. Nochmal so ein Ding. Nochmal so ein Ding. Nichts mehr, die kommt mir jetzt entgegen wahrscheinlich, ne? Okay, so soll mir reichen. Ich habe keine Lust mehr. Oh Mann, ey. Jetzt fehlt mir nur noch, dass die Schlange mich beißt und ich daran sterbe. Das fehlt mir noch. Gerade. Und erstmal raus. Hund, 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 Hund? Kein Hund. Schöner Dungeon. Mhm. Ganz toll. Gefällt mir super. Damit ist er abgeschlossen. Schöne Loot rausgezogen. Gefällt mir gut. Mir ist warm. Weil. Weiß nicht. Oh, eine Spritze habe ich rausgezogen. Ist nicht schlecht. Halt ihr mich nicht? Die Ruinen. Nee, die heilen mich nicht. Die bringt nur, dass ich nicht mehr überladen bin. Ich glaube, jetzt bin ich auch weit lang genug gerannt, um ein bisschen was zu essen hier. Lass mal jetzt hier den errungenen Loot etwas wegbringen hier. Die ist schlechter, das heißt, die kommt hier rein. Die lasse ich mal hier. Das hier, das hier, das hier. Und der Rest ist dann eigentlich hier mit Döschen noch mit drin. Und hier mit Munition und Waffen und so. So, das leere Glas kommt jetzt hier mit rein, das ist mir jetzt egal. Ich esse jetzt eins von den Dingern, dann heile ich mich ein bisschen mehr auf. Gesundheit plus 18. Was haben wir? Plus 24. Das macht den Braten echt nicht fett, ey. Ich meine, immerhin 18 Gesundheit mehr oder weniger. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Dann haben wir halt nur 18 Gesundheit mehr. Okay, das war's. Jetzt würde ich mich da einfach mal umgucken. Da, wo ich vorher eigentlich schon hin wollte die ganze Zeit. Aber ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Für heute verabschiede ich mich. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Macht's gut. Bis dahin. Habt noch einen schönen Tag. Tschüssi.